Grundsätzlich muss man wissen, im öffentlichen Raum ist Vandalismus ein echtes Problem. Andererseits kann man natürlich auch nicht alles nicht tun, nur damit nicht irgendjemand etwas Dummes damit tut. Wenn das hier ein öffentlicher Ort ist, wenn das der Bahnhof ist, wenn das das Dach des Bahnhofs ist, dann gehört es sich natürlich auch, dass da nicht nur Menschen sind, sondern dass da auch entsprechende Aufsicht ist und eine entsprechende Rücksichtnahme ist. In dem Zusammenhang erinnere ich immer daran, dass wer von der Bahnsteigkante springt, auch tot ist. Und da warnt einen überhaupt niemand, da weiß man, dass das dann gefährlich ist. Hier wird man gewarnt, hier kann man nicht zu Tode kommen. Also wo ist eigentlich das Problem? Ja? Man kann bestenfalls etwas tun, was man sonst nicht soll. Zum Beispiel wie beim Nachbarn in den Garten springen, tut man ja auch normalerweise nicht. Auch wenn der Zaun nur 50 cm hoch ist. Und wenn man es dann tut, ist man nicht tot oder der Nachbar ist dann vielleicht sauer. So ähnlich ist das vielleicht hier auch. Und ansonsten haben wir konstruktiv alles, glaube ich, dafür getan, dass das eine sehr, ich sag mal, heute sustainable Konzept, eine nachhaltig bahnsichere, benutzungsfähige Geschichte wird. Jetzt haben Sie eben davon gesprochen, Herr Ingenhofen, dass Sie schon Veränderungen vorgenommen haben, auch in den Lichtaugen. Nun sind 12 Jahre, eine lange Zeit. Gibt es auch andere Änderungen, die Sie im Laufe dieser Phase oder auch in Ihrer Zeit am Bahnhof vorgenommen haben? Oder zum Beispiel sind diese Eingangsschalen, die wir einmal ganz kurz gesehen haben, die sind etwas kleiner geworden, etwas, das richtig verstehen, auch etwas weggerückt von der ursprünglichen Platzierung. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, erstmal muss man prinzipiell sagen, nein, die Antwort war eigentlich nein, es hat sich am Bahnhofskonzept nichts geändert, wird sich auch durch die Diskussion, die es gibt, Anpassung an neue Vorschriften und so weiter, wird sich nichts ändern, was irgendjemand hier im Saal wirklich sehen könnte. Gibt es eine Ausnahme? Ja, aber die hat es auch teilweise schon gegeben. Also, zunächst einmal ganz präzise, das ist ein Bild aus dem Wettbewerb. Da sieht die Gitterschale an der Ende der Königstraße sehr, sehr groß aus. Sie ist bereits heute in der Planung kleiner, als sie da aussieht. Die Lage ist immer noch die gleiche. Und es gibt eine Diskussion über die Lage dieser Gitterschale und auch die Größe. Diese Diskussion wird jetzt nochmal begonnen intern. Sie ist ergebnisoffen, auf diese Formulierung haben wir uns geeinigt. Ich will Ihnen auch dafür ein Beispiel geben, das soll man ja nicht schuldig bleiben. Am Ende der Königstraße ist immer schon heftig diskutiert worden, ob die Gitterschale zu groß ist. Und ob sie sich zu stark an den Wohnplatz anlehnt. Die Diskussion kann ich verstehen, wir sind damals aber zu keiner besseren Lösung gekommen. Eins muss man als Grundlage wissen, die Frequenz der Menschen, die da durchgehen müssen, die nicht durch den Wohnplatz alleine den neuen Bahnhof erreichen können, weil die Kapazität einfach nicht ausreichend ist, der Durchgänge, die dort möglich sind, die ist nach wie vor erheblich. Es wird dazu führen, dass wir die Dimension nochmal in Frage stellen. Wir haben aber auch immer gesagt, am Ende der Königstraße steht heute kein Bahnhof. Bonatz hat dort keinen Eingang. Er hat einen nach links versetzt. Der Turm steht halbwegs sichtbar in der Königstraße. Wir wollen eigentlich schon auch dafür sorgen, dass in Zukunft die öffentliche Straße, die durch den Bahnhof führt, in Verlängerung der Königstraße auch sichtbar bleibt. Also die Unsichtbarkeit werden wir da nicht inszenieren. Und Sie haben eben gefragt, Staatsgalerie-Haltestelle, vielleicht ein zweites gutes Beispiel. Und da ist es dazu gekommen, auch aus Überlegungen der Wirtschaftlichkeit, auch der mangelnden, frage ich jetzt mal, wirtschaftlichen Abstimmung zwischen den Beteiligten, dass man sich nicht einigen konnte, wer den Schnorchel bezahlt. Und dann hat man die eigentlich von uns vorgesehene Verlängerung dieses Ausgangs bis an die Straße, an der Staatsgalerie, dann mal wieder zurückgezogen und gesagt, nee, dann tun wir es halt nicht, dann ziehen wir es halt zurück, dann bezahlen wir es halt nicht. Ich glaube, es hat dazu geführt, dass die Qualität in der Verknüpfung der Verkehre zwischen der SSB-Haltestelle und dem Bahnhof schlechter geworden ist. Und daran muss gearbeitet werden, das glaube ich, selber persönlich daran gearbeitet werden muss. Auch unter Verkleinerung der Gitterschale, meinethalben, aber zunächst einmal in der besseren Verknüpfung dieser beiden Wege, sodass man nicht zwischen den Regen muss. Ich glaube, das ist eigentlich, muss im Vordergrund stehen und dass der Vorplatz an der Stelle nicht überdimensioniert ist, das ist nämlich heute eigentlich. Ingenhofen, wir wollen anhand eines Querschnittsbildes oder unter Hintergrunddarstellung Ihres Tiefbahnhofes die Gelegenheit nutzen, Sie mit einigen Bedenken zu konfrontieren, die immer wieder in Leserbriefen geäußert werden von besorgten Bürgern. Und das sind nicht die Hardliner-Gegner, sondern wirklich Bürger wie Sie und ich, die sich da dazu machen. Ich bitte um kurze Antworten auf diese beiden Bedenken. Erstens, es ist zu wenig Platz in Ihrem Bahnhof, das reicht nicht für Rollstuhlfahrer, Fahrradfahrer, Kinderwagen und bis zu dem aufgrund der Regel alles fließt. Also in Deutschland ist fast alles geregelt, das ist auch geregelt und diese Regeln sind alle eingehalten worden. Sonst hätten wir auch niemals die Tatfeststellung bekommen, auch wenn da im Detail sicher noch drüber gerungen wird, über wirklich echte Detaillösungen, ist er behindertgerecht,
Er ist kinderwagenfreundlich, er ist alles das, was ihm unterstellt wird, was er nicht ist, ist er. Es sind genügend ausreichend große Aufzüge geplant. Gibt es Laufbänder? Laufbänder gibt es? Nein, es gibt keine Laufbänder. Es gibt also nach meiner Meinung keinen Bahnhof. Für Laufbänder wäre überhaupt nur sinnvoll in der Querung des Bahnhofes. Das ist aber eine öffentliche Straße an der Stelle. Man beklagt sich über die nur 8 Gleise. Das Positive ist, der Bahnhof ist relativ schmal. Also ich würde mir da jetzt nicht so viel Sorgen machen. Ja? Der Bahnhof ist unter 100 Meter in der Tiefe. Von 85 bis 90 Meter, davon geht man durchschnittlich die Hälfte. Wir wollen, glaube ich, ist, man kommt ja gar nicht das Band drauf, ja, bevor man wieder runter muss. Ist die Akustik ausreichend, um bei Durchsagen verstanden werden? Ja, dafür wird in jedem Fall gesorgt werden. Das ist eine große Sorge nicht nur der Bevölkerung, sondern es ist vor allem die Sorge der Bahn. Und das ist offensichtlich auch schon einige Male trotz Einhalten der Vorschriften schiefgegangen. Gehen wir davon aus, dass wir sehr, sehr intensiv genau daran arbeiten werden, dass über welche elektronischen oder physischen Maßnahmen auch immer die Sprachverständlichkeit im Bahnhof ist. Wie hoch bzw. niedrig sind die Decken? Fühlt man sich da als Bahngast nicht eingeengt? Hat man nicht das Empfinden, es fällt eine Decke auf den Kopf? Ja, da gibt es immer mal wieder Meterzahlen, die da geäußert werden. Erstmal ist es so, dass dieser Raum jetzt ca. 12 Meter hoch ist. Er ist an den Stellen, an denen er sich aufschwingt, sogar noch wesentlich höher. Aber es ist natürlich auch so, dass in der Querung beispielsweise die Höhe sich halbiert, größtenteils. Aber auch dort dann über die Lichtaugen natürlich sehr viel Höhe gewonnen wird. Also diese berühmten 4,50 Meter, von denen die Rede ist, die kommen ja dann auf die halben 6 Meter nochmal wieder oben drauf. Es ist ein sehr stark bewegter Raum. Und dort, wo man sich dem Raum nähert, ist er niedriger und da, wo man ihn dann sozusagen dann erlebt und seine Ruhe genießen kann, ist er sehr viel höher. Wir haben bei der letzten öffentlichen Veranstaltung eine ganze Reihe von relativ detaillierten Grafiken dazu gezeigt, die, glaube ich, auch einigermaßen überzeugend waren. Jedenfalls habe ich anschließend das Gefühl gehabt, dass das Publikum einigermaßen überzeugt war. Also Information hilft, glaube ich, auch an dieser Stelle. Sehr gute Antwort. Man kann nirgendwo in die Decke fallen. Sehr gute Antwort, doch auch gesagt, dass der Bahnhof weiß wird, also die Decke.